Hallo ihr Lieben, Christian Schemmer, Paterbord, Beziehungscoach, noch im zweiten Video heute, weil es da, ich glaube, mir ist das wirklich wichtig, das mal klarzustellen, was da so viel Diskussion gegeben hat unter so einem Video gestern, wo es darum geht, dass Mann irgendwie nicht vorankommt mit einer Frau und es dauert zu lange und ja, was ich da gerne mal ganz klar machen möchte, ich habe das schon so oft erklärt, ich weiß auch, ich bin irgendwie okay, ich versuche es nochmal zu erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dating-Tipps, wenn du frisch aus einer toxischen Beziehung kommst, wo es, wo man eine Pause macht, wo man vielleicht slow datet, wo man vielleicht sagt, ja, offensichtlich finde ich Männer interessant, die mir nicht gut tun. Ich darf offensichtlich nicht einfach dieser liebessüchtigen Anziehung nachgeben. Ich muss da erstmal ja, ein bisschen mich weiterentwickeln oder es aufarbeiten oder muss neue Chance und Dealbreaker einziehen. Gibt es einen Unterschied dazu zu allgemeinen Dating-Tipps? Ich habe halt auch viele Leute, die waren nicht in toxischen Beziehungen, ne? Oder die sind davon befreit, ne? Haben sich da rausgearbeitet und wenn man jetzt allgemeine Dating-Tipps macht, also allgemein, also wenn man jetzt davon einfach guckt, wie ist das, wenn zwei Menschen, die jetzt eben nicht so viel Traum haben oder die aufgearbeitet haben, könnte ich jetzt auch sagen, erwachte Menschen, die da ihre Wunden einigermaßen versorgt haben, das wird es auch viel mal im neuen Buch drüber geben, so erwachte Polarität, aber jetzt ganz psychologisch, nicht spirituell unbedingt. Wie sieht da Dating aus und was kann man da dazu sagen? Und dann ist das eben eine ganz andere Geschichte und das muss man immer wieder trennen. Dann mache ich ein allgemeines Dating-Video und dann schreiben mir ganz viele, ja, aber nach einer toxischen Beziehung, ja, das, ich bin nun mal auch allgemeiner Dating-Coach, so, ne? Und ich finde es auch mal, sich das klar zu machen, wie sieht das aus, wenn es sozusagen das alles nicht gibt, ne? Wenn es diese Toxik nicht gibt und so. Und dann ist ja eine Anziehung schon was Wunderbares. Und eine Anziehung ist auch nicht verhandelbar. Wir können uns nicht aussuchen, wen wir sexuell attraktiv finden. Ne? Und klar, wenn man an sich arbeitet, dann findet man auch nach und nach mal andere Sachen attraktiv. Aber zu Zeitpunkt X jetzt können wir uns nicht aussuchen, wen wir attraktiv finden. So, ne? Und du findest, also die meisten Frauen und Männer, denke ich auch, wissen nach 30 Sekunden, ob sie jemanden attraktiv finden. Oder ob du dann ein Date hast, zwei Dates, drei Dates. Ja, das ist wichtig, jemanden kennenzulernen. Und klar, und niemand muss irgendwas. Das muss ich auch mal wieder klar sagen. Wenn du auf dem 20. Date Sex haben willst oder auf dem 50. oder auf dem 3. oder auf dem 1., das ist nur deine Entscheidung. Und du kannst wissen, was für dich richtig ist. Aber was mir richtig Schmerzen bereitet, ist immer, wenn gesagt wird, das ist irgendwie, es sind irgendwie Schlampen, die auf dem ersten Date Sex haben wollen. Oder es ist immer ein schlechtes Zeichen. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht so. Ne? Auch es gibt Frauen, die haben auf dem ersten Date Sex einfach, wo alles passt irgendwie so. Ne? Es passt alles und die sind sich auch sicher und die haben auch keine toxische Beziehungsvergangenheit. Und dann passt es eben und dann gehen sie halt voll, ja, das ist auch weibliche Polarität, lassen voll los, vertrauen dem Mann und dann hat man vielleicht auf einem, muss ja nicht auf dem ersten, sondern auf einem der ersten Date Sex. Und sagen wir nochmal ganz ehrlich, das ist der Normalfall. So, soweit ich weiß, sagen Studien, dass die meisten Dating-Prozesse enden nach, ich glaube, 2 bis 4 Dates, enden die mit Sex, ja, das ist so. Und das ist auch nicht böse oder falsch oder wie gesagt, ich, wenn man jetzt sich auf der anderen Seite Dating-Tipps anguckt aus SLAA, ne, Sex and Love Addicts Anonymous, die sehen ganz anders aus. Die sehen halt so aus, dass man vielleicht doch dann bis zum 10. Date wartet und so. Das muss man wirklich trennen. Aber wenn ich allgemein rede über Dating-Tipps und mal ganz ehrlich, wofür daten wir denn? Es geht um Sex. Mein Gott, ey, es ist, darum geht's doch. Es geht doch, ja, natürlich geht's auch um diesen Prozess, aber warum hat die Natur denn Dating eingerichtet? Ja, damit wir viele kleine Menschlein zeugen oder sehe ich das irgendwie falsch? Oder es geht nicht darum, einen Friedensnobelpreis zu kriegen oder weiß ich nicht. Es geht dann auch nicht um Agape, spirituelle Liebe. Nein, es geht um Körperlichkeit. Hallo, dafür datet man so. Und ich finde es was Wunderbares, wenn zwei Menschen, die sich sicher sind in ihren Dating-Erfahrungen, die sich auch sicher sind, hey, ich kann mich fernhalten von toxischen Beziehungen,
wenn die einfach ja ihrer überwältigenden Anziehung füreinander nachgeben und in der Kiste landen, was ist daran falsch irgendwie so? Und ich kann nur sagen, ihr müsst auch wirklich gucken, dass ihr da nichts, weiß ich nicht, nicht falsche Ideen in den Kopf kriegt. Die meisten Menschen finden es komisch, wenn es nach 3, 4 Dates nicht weitergegangen ist. Das ist einfach so. Ne? Die finden es merkwürdig. Und vielleicht haben da manche die Erwartung, es musste der andere aushalten oder was. Nee, muss er gar nicht. Für die meisten, und auch richtigerweise, ist es ein Zeichen, dass die Anziehung wohl doch nicht so groß ist. Ne? So, und dass wohl doch nicht so viel Interesse dran gibt. Und dann lässt man es gerade los. Und gerade Frauen sind da oft unerbittlich. Wenn der Mann, wenn sie den gut finden, der Mann hat nach 3 Dates keinen Move gemacht, dann fliegt er in die Friendzone. Das ist der Standard. So ist das. Ne? Ich habe die Welt nicht gemacht. Und also wie gesagt, wenn man sich sicher ist, was man macht, dann diese Anziehung nachzugeben. Also hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, das ist doch, wenn ich jemanden gut finde, dann ja, träume ich ab Tag 1 davon, wie es wohl ist, mit dem körperlich zu werden. Ne? Natürlich muss man das nicht gleich machen. Aber so ist das doch. Und bei Männern auch irgendwie. Ne? Und man vergisst immer wieder, wofür die Natur das eingerichtet hat. Ne? Das sind eben unsere Sexualstrategien so. Und also, und ich finde es tatsächlich unter diesen Voraussetzungen, dass man weiß, was man tut, finde ich es so eine Polarität von beiden Partnern nicht künstlich Grenzen einzuziehen, wo keine sind, so sage ich mal. Das finde ich nicht polar. Ne? Also das ist vielleicht super vorsichtig, aber super vorsichtig und viele Grenzen haben, hat also natürlich einen Widerstreit zu Polarität irgendwie so. Ne? Und wie gesagt, es gibt Situationen, wenn man eben gerade aus kaputten Beziehungen rauskommt, wo es gut ist, Grenzen zu haben, wo es gut ist, zu warten, wo es gut ist, einer erneuten Anziehung nicht gleich wieder nachzugeben. Ne? Also das ist diesen Unterschied. Ich weiß, ich habe das auch schon so oft erklärt. Ich bin ein bisschen verzweifelt immer. Weil dann mache ich ein allgemeines Dating-Tipp-Video und dann, ja, aber nach toxischen Beziehungen. Ja, aber es ist ein allgemeines Dating-Tipp-Video, nicht nach toxischen Beziehungen. Das ist wirklich super wichtig, das mal auseinanderzuhalten. Und ich finde immer noch, letztlich das Endziel sollte eigentlich sein, also natürlich sollte das Endziel sein, dass man das macht, was für einen stimmig ist. Das ist ja überhaupt keine Frage, ne? Und was das genau heißt, muss jeder für sich finden. Aber das Endziel sollte sein, wenn zwei Menschen zusammenkommen, also so wünsche ich mir eine Zukunft der Menschheit, wo man möglichst wenig Grenzen braucht so, und wo man ja eben nicht mehr so viel aufpassen muss, weil die Welt so ein Drecksloch ist irgendwie. Also das würde ich mir zumindest wünschen. Und so sehe ich, so würde ich mir das für jeden von euch wünschen, dass ihr eben so geheilt seid, dass ihr diese Vorsicht nicht mehr braucht irgendwie, ne? Dass man sich sicher sein kann, seine eigenen Anziehungsgefühle und denen auch, wenn man Lust hat, nachgeben darf, so, ne? Zu welchem Zeitpunkt auch immer. Und ja, das darf auch früh sein. Das heißt also, wenn du jemanden datest, der einfach ein Player ist, dann geht das auf Date 1 mit SEX schief und das geht auf Date 10 mit SEX schief. Wenn du jemanden datest, der kein Player ist, wo ihr einfach euch einfach gut findet, dann kannst du auch auf dem ersten Date 6 haben oder auf dem zweiten. Da geht nichts von kaputt. Ne? Das ist nicht so, dass dann automatisch Männer Frauen scheiße finden oder Frauen Männer scheiße finden. Und ganz ehrlich, wollt ihr Frauen zum Beispiel, wollt ihr einen Mann haben, der nicht an euch interessiert ist? Also natürlich, keiner will einen Mann haben, der drängelt und so. Ich verstehe, das ist ja auch in den Dating-Tipps für Männer, auch in meinem Dating-Kurs für Männer, ist das ja auch niedergelegt. Deswegen nutzt diesen Code heute noch. Also auch wenn ihr die Kurspakete bucht, die größeren sind immer beide Datingkurse mit drin. Könnt ihr mal reinschnuppern, den für Frauen, den für Männer. Und natürlich soll man nicht drängeln, aber es ist auch in der männlichen Polarität Interesse zu zeigen. Und wollt ihr einen Mann daten, der nicht so genau weiß, ob er euch will oder so? Macht das Spaß? Will man das irgendwie? Also, und da hat jemand ganz schön geschrieben, ich gucke mal, ob ich das hier finde. Das fand ich wirklich eigentlich einen sehr schönen Kommentar. Aber erstmal wollte ich auch für alle Kommentare Danke sagen, weil ich finde es auch gut, wenn es mal so ein bisschen das Thema Polarität polarisiert halt und Dating.
ist mir auch sehr recht, wenn da sich ausgetauscht wird auf dem Kanal. Also erstmal danke dafür auf jeden Fall. Ja, hat geschrieben, oh je, die armen Männer, wenn ich das hier lese, ihr habt es echt nicht leicht, die wollen einen polaren Mann, aber wollen sich körperlich nicht hingeben. Total widersprüchlich, ich möchte gerne einen polaren Mann. Auch viele meiner Arbeitskollegen, wenn der Mann das Interesse und das Zeichen der Frau sieht, dass er sie dann auch nimmt. Ja, sehr direkt Kommentar. Also, aber ich denke, ich finde den on point, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das heißt überhaupt nicht, dass man irgendwas machen soll. Also ich kann es nur nochmal sagen, keiner soll irgendwas machen, was er nicht fühlt. Und dann hat es ja wieder auch einen Grund. Vielleicht kommen wir aus toxischen Beziehungen und es hat einen Grund, dass man sehr vorsichtig ist, Grenzen einzieht. Das ist alles gut, aber jetzt in einer idealen Welt ohne toxische Beziehungen ist das hier ein guter Kommentar. Und das ist, ich mache auch Videos nicht nur für Frauen, auch für Männer, also überhaupt nicht für einen, gegen einen, für alle, ich will allen hier helfen, so, ne? Und das ist wirklich ein Widerspruch, glaube ich, den viele Männer erleben, dass sie, hey, die Frau will einen polaren Mann und will einen Bad Guy und ja, und okay, hingeben muss jeder natürlich selber wissen, was ich hingeben will, aber ziehen gleichzeitig ganz viele Grenzen ein, dass sie, das hab ich auch mal geschrieben ja als Antwort irgendwo, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht die Netten hinhält ohne Ende, so und alle möglichen Grenzen einzieht. Und bei den Bad Guys lässt man alles durchgehen, ne? Weil ich bin immer noch der Meinung, dass, das ist glaube ich auch die Erfahrung von vielen Männern, also meine Erfahrung ist zumindest auch, dass viele Vorsätze durch den Schornstein gehen, wenn einfach alles passt. Ne? Man sagt sich immer, nee, ich würde das nicht machen, aber dann passt alles und dann ja, lässt man los und das ist auch eine schöne Erfahrung so, ne? Also und dann ist man vielleicht auch mal froh, dass man losgelassen hat so. Also, aber gut, letztlich muss das jeder für sich wissen, aber wo ich wirklich eine Gefahr sehe, ist, dass man alle möglichen Grenzen einzieht, bei netten Männern, da habe ich heute auch noch ein anderes Video zugemacht, ne, alle möglichen Grenzen einzieht und, aber den Bad Guys, den lässt man alles durchgehen und das fuckt nette Männer einfach so unendlich ab, das muss man auch wirklich mal ganz klar sagen. Also es gibt sicherlich manchmal ein Mismatch für Männer, was sie hören, was Frauen sagen, was sie wollen und was man dann aber erlebt. Da passt das eine oder andere oft nicht zusammen und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, ja, dass man da an eine Bewusstheit kommt. Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir können hier gern heftig weiter diskutieren, aber ich will mich ja auch nicht wegducken und ganz klar sagen, wie ich das sehe. So ist es. Das ist meine Meinung und kann natürlich auch andere Meinungen haben. Macht die fucking Kurse, macht euch euer eigenes Bild. Bis heute Abend gibt es auch den Code SPRING22 und ciao, ihr Lieben.